dann müssen wir gegeneinander halten, wer könnte denn da treffen? Und da gibt es eben genau drei Möglichkeiten, die hatte ich alle angesprochen. Es gibt also zwei Seiten, die in der Region solche radargesteuerten Flugabwehrraketen betreiben. Das sind die pro-russischen Volkswehren und das ist die ukrainische Armee, gesteuert aus Kiew. Beide Seiten können das. Beide Seiten unterhalten in der Region Ostukraine, wo das Flugzeug vom Himmel kam und aufschlug, solche radargestützten, raketenbetriebenen Flugabwehrbatterien. Und es gibt die dritte Möglichkeit, die hatte ich auch kurz angesprochen, dass eben ein Kampfjäger diesen Verkehrsflieger vom Himmel geholt hat. Und hier ist einigermaßen klar, niemand, wie soll man sagen, in der Region, außer eben die Ukraine und Russland, betreiben hier Kampfflieger. Das ist ganz, ganz eindeutig. Oder der müsste von weiter weg herangeflogen sein. Eine solche Beschuldigung gibt es bisher nicht. Wir haben nur Zeugenaussagen. Die beiden Regierungen, Kiew und Moskau, haben dies bisher nicht in irgendeiner Form von sich aus zur Sprache gebracht. Das sind Augenzeugen gewesen, die gesagt haben, ich habe aber einen Kampfjet gehört. Der nächste Punkt, die Frage ist natürlich, kann man einen Kampfjet hören, der 10, 11, 12.000 Meter unterwegs ist? Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Es kann also sein, dass da etwas anderes aufgestiegen ist. Aber diese Raketen, die sind klar und die gibt es auf beiden Seiten. Und anders als Kiew sagt, sagt Moskau, auch die Kiewer Regierung hat solche eigenen Anlagen mitten im Gebiet, das eigentlich von den Volkswehren für sich reklamiert wird, also von den pro-russischen Kräften. Und das hat Kiew bisher geleugnet. Das heißt, beide Seiten werfen sich praktisch vor die Verwendung einer solchen Luftabwehrbatterie. Das ist die Faktenlage. Und wie kommt man überhaupt dann angesichts dieser Schuldzuweisungen zu einem einigermaßen einwandfreien Ergebnis? Das ist sehr interessant. Denn es hat ja nur eine Seite mit den Vorwürfen begonnen. Das war die westliche Seite. Das war also Washington, Europa, die alte NATO, EU, Washington, Triade, hat das getan und hat das sofort Russland vorgeworfen. Sofort. Da war also der Flugschreiber nicht gefunden. Da stand die für die am Folgetag schon fest, das waren die bösen Russen. Sowas macht einen sehr stutzig. Wenn man sich so ein bisschen in der jüngeren Geschichte auskennt, was da so alles passiert. Keinesfalls nur angefangen beim 11. September 2001 hat man so den Eindruck, man sollte sich vielleicht überlegen, ob man wirklich alles glauben soll, was da so in der westlichen Presse immer wieder gesagt wird gegen einzelne angeblich sehr böse Staaten. Und dann stellt man eine zweite Überlegung an und das ist die der Plausibilität. Ist das eigentlich plausibel, was da in den westlichen Medien unisono und ohne Prüfung und ohne Flugschreiber von vornherein klar ist. Und hier zeigt sich eben, je lauter das Geschrei, desto geringer die Plausibilität. Die Wahrscheinlichkeit, die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorwurfs. Denn es ist sehr eindeutig, dass Russland, sollte es so etwas betreiben, die Volkswehren sollten sie in der Lage sein, überhaupt das ja nicht nachgewiesen, so eine Batterie zu haben, dass, wie soll man sagen, es sehr unwahrscheinlich erscheint, dass sie so etwas übernommen hätte. Was könnte denn Russland gewinnen mit einem solchen Abschuss? Was könnten die Volkswehren damit gewinnen? Sie können nicht nur nichts gewinnen, sondern sie hätten sich selbst einen ungeheuerlichen Schaden angetan. Und diese Plausibilitätsüberlegung, die Überlegung eines möglichen Gewinns, also diese typische cui bono-Frage, wem nützt es? Das ist etwas, was man hier als Analyst nie außer Acht lassen darf. Und diese Analyse fällt leider Gottes aus meiner Sicht sehr eindeutig aus. Russland hatte nie etwas zu gewinnen damit und Malaysia auch nicht. Und beide, die Volkswehren auch nicht. Und beide Seiten, Russland und die Volkswehren, verlangen dringend eine neutrale Untersuchung. Das haben wir der Schärfe bisher aus dem Westen nicht gehörte. Da war man eben, wie gesagt, mit der Untersuchung schon fertig, bevor sie begonnen hat. Herr Horsell, OSZE-Experten halten sich derzeit in der Gegend auf
wie zuverlässig könnten die Ergebnisse einer solchen Untersuchung sein angesichts der Tatsache, dass Putin immer wieder eine objektive, ich wiederhole, eine objektive Untersuchung fordert. Ich gehe davon aus, dass Putin an dieser Untersuchung gewisse Zweifel hat. Ja, die hat er mit Recht. Ich meine, wir müssen einmal einfach nur auf die Mitgliederliste der OSZE schauen, dann wissen wir, dass Russland da einsam auf weiter Flur steht und so einsam ist, dass es an manchen OSZE-Sitzungen, gerade auch im Falle dieser Ukraine-Krise, schon gar nicht mehr teilgenommen hat wegen Sinnlosigkeit. Das ist sicher ein Punkt. Wir haben ja auch etwas, das habe ich auch mit hohem Interesse zur Kenntnis genommen. Wir wissen, dass wir eine seriösere und unabhängigere, also höher qualifizierte Untersuchung als die durch die parteiische OSZE vermutlich nicht bekommen werden. Es hat aber die OSZE etwas getan, was ich sehr interessant finde, nämlich im Gegensatz zu den westlichen Beschuldigungen haben die gesagt, die Volkswehren in dem Gebiet haben sich kooperativ verhalten, sie haben richtige Dinge getan, wir glauben nicht, dass sie die Ermittlungen stören. Aber genau solche Vorwürfe hat es aus dem Westen an vor allen Dingen die Moskauer Adresse gegeben. Und das fand ich sehr interessant, dass auch in den westlichen Medien dieses positive OSZE-Statement, dieses für Moskau positive OSZE-Statement, einfach gar nicht berichtet wurde. So geht es natürlich auch nicht. Das ist sicher keine Frage, dass Putin eine neutrale Untersuchung verlangt. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Das ist das Mindeste, was übrigens auch die Angehörigen der Toten verlangen können. Und worüber die Toten sich freuen würden, nun da sie nicht mehr auf diesem Boden leben, dass man das jedenfalls ihnen antut, dass es ihre Würde unterstützt durch eine seriöse Untersuchung. Aber wie gesagt, da gibt es Fragen und Zweifel, keine Frage. Herr Hossel, Russland wird eine Betonhaltung bezichtigt und man verlangt eine klare Ansage. Wie kommentieren Sie dann so einen Satz bezüglich einer künftigen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen in dieser Frage? Ja, das ist das Erstaunliche. Es wird ja sogar über Sanktionen gesprochen. Australien wollte Russland aus den G20 ausschließen wegen dieses Flugzeugabsturzes. Und da hatte ja auch die Untersuchung noch gar nicht begonnen. Das ist vollkommen unseriös. Ich fürchte, in meiner Analyse kann ich diesen ganzen Vorgang nur betrachten als eine Fortsetzung des westlichen, Krieges, Kampfes gegen Russland mit neuen Mitteln, mit den Mitteln des zivilen Opfers, mit den Mitteln der False Flag Operation, mit Mitteln, die wir weltweit nur ablehnen können und interessanterweise eben auch mit Schlussfolgerungen und Berichterstattungen, die durch keine Tatsachenlage mehr gedeckt sind. Ich weiß nicht, was die Folge davon sein wird für die Zukunft. Das macht mir regelrecht Angst, wenn ich hier mal so weit greifen darf. Was werden wir demnächst haben? Vollkommen frei erfundene Fälle ohne irgendeinen Faktenhintergrund und dann werden da schon Sanktionen gefordert und werden Beziehungsverschlechterungen gefordert und haben wir eine Gefährdung der Sicherheitslage in Europa aufgrund dermaßen verlogener Zusammenballungen von falschen Informationen. Ich finde das nur noch gefährlich und mir macht das Angst, kann ich nur sagen. Herr Hossel, Beziehungen sind beiderseitig. Also der Westen und Russland sind in vielerlei Hinsicht bekanntlich aufeinander angewiesen. Jede Maßnahme seitens des Westens wird logischerweise eine entsprechende Gegenmaßnahme Russland nach sich ziehen. Die Frage bleibt, wie lange kann so etwas weitergehen? Diese bange Frage stellen sich inzwischen alle Europäer und sehr viele Leute in den anderen, dem Westen zugewandten Ländern und natürlich auch im nahen Asien und so weiter, wo man sich wirklich fragt, wie weit möchte Washington dieses Spiel noch treiben? Denn wir sehen ja, ganz unabhängig jetzt von diesem Flugzeugabsturz, ein furchtbares, tragisches Unglück, sehen wir ja auch,
was die Ukraine angeht, was andere Punkte der Zusammenarbeit oder der möglichen Zusammenarbeit und der notwendigen fairen und ehrlichen Auseinandersetzung miteinander am Verhandlungstisch, sehen wir viele Rückschritte in den Beziehungen zu Russland. Und es ist eben tatsächlich die Befürchtung, dass die Drohungen, die in westlichen Hauptstädten geäußert wurden vor der Wiederwahl Putins als Präsident, die da ja lauteten, sollte dieser Putin wiedergewählt werden in den Präsidentenstuhl, dann sind wir in einer Situation, in der wir eine krasse Verschlechterung der Beziehungen zu Russland erleben werden. Das waren Drohungen, die in den westlichen Hauptstädten laut wurden. Und ich fürchte, wir leben in einer Art Umsetzungsphase dieser Drohung. Das kann eigentlich allen Beteiligten nur Angst machen, weil man eben nicht weiß, wie weit Washington dafür zu gehen bereit ist. Und die Kriegsangst, das kann man sagen, die wächst. Vielen Dank, Herr Horstfeld, für diese Einschätzung. Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schauer.